In einem Workshop, den ich online per Zoom gehalten hatte, kamen wir auch einmal auf die Floskeln, auf die Redewendung zu sprechen, mit denen die Opfer von Narzissten ja immer wieder behagt werden. Und ja, es ist auffällig, dass alle Narzissten auf dieser Welt immer die gleichen Floskeln verwenden, wenn es darum geht, die Opfer zu manipulieren und zu kontrollieren. So meinte eine der Teilnehmerinnen dann auch, ich dachte immer, die treffen sich heimlich im Darknet und sprachen sich dann da so ab, was man den Partnern so an den Kopf werfen könnte. Nein, Narzissten treffen sich natürlich nicht im Darknet. Narzissten sind lediglich etwas einfach gestrickt, was eben daran zu erkennen ist, dass sie immer die gleichen Redewendungen verwenden. Lasst uns in diesem Video also einmal einen Blick auf die Klassiker werfen, also die Top 5 der am meisten verwendeten Redewendungen. Hallo, ich bin Michael Kleist, Coach und Traumatherapeut. Seit mehreren Jahren helfe ich Online-Menschen per Zoom-Meeting, aber auch in meiner eigenen Praxis auf ihrem Weg in ihre neue, gute, selbstbestimmte Zukunft. Okay, fangen wir gleich einmal an. Klassiker Nummer 1. Das habe ich so nicht gemeint. Der Klassiker des Narzissten schlechthin, dem unbestrittenen Meister der Verantwortungslosigkeit. Dieser Satz ist der ultimative Joker, den Narzissten ausspielen, wenn ihre Aussagen oder Handlungen doch nicht ganz so nett waren, wie sie es gerne hätten. Wenn du diesen Satz hörst, kannst du sicher sein, dass gerade jemand in den diplomatischen Notfallmodus gewechselt hat, um sich ganz elegant aus der Verantwortung zu stehlen. Wenn ein Narzisst beispielsweise einen abfälligen Kommentar über deine Karriere macht und du ihn darauf ansprichst, wird er wahrscheinlich mit »Das habe ich so nicht gemeint« reagieren. Übersetzt heißt das dann so viel »Natürlich wollte ich dich verletzen und ich wollte dir einen ganz klaren Hinweis darauf geben, wie wenig deine Arbeit wert ist. Aber wie konnte ich nur erwarten, dass du das nicht als persönlichen Angriff siehst?« Es ist ein Meisterwerk der Manipulation, wie sie diesen Satz nutzen. Er dient nicht nur dazu, ihre eigenen Fehler zu vertuschen, sondern auch dazu, dich dazu zu bringen, an dir selbst zu zweifeln. Wenn du sagst, dass du verletzt bist, während der Narzisst auf seiner Unschuld besteht, wird er dich wahrscheinlich noch weiter verunsichern, indem er die Schuld für dieses Missverständnis auf dich abwälzt. In Wirklichkeit ist dieser Satz die bevorzugte Taktik des Narzissten, um sich ganz elegant aus der Verantwortung zu schleichen und dir gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass du das Problem bist. Es ist fast schon ein sportlicher Akt für sie, wie sie sich immer wieder aus der Schlinge ziehen und dich mit dem Gefühl zurücklassen, dass du einfach nicht in der Lage bist, klar zu sehen. Der Satz, das habe ich nicht so gemeint, ist also nichts weiter als ein raffinierter Versuch, sich aus einer unangenehmen Situation herauszuwinden und dabei den Eindruck zu erwecken, dass du derjenige bist, der sich mit übertriebenen Reaktionen immer wieder in den Mittelpunkt rückt. Klassiker Nummer 2. Niemand, wirklich niemand, denkt so wie du. Ebenfalls ein Klassiker aus der Trickkiste der narzisstischen Manipulation. Wenn du diesen Satz hörst, kannst du dir sicher sein, dass dein Gegenüber es alles andere als gut mit dir meint. Mit diesem Satz wirst du in die emotionale Isolation und Selbstzweifel katapultiert. Stell dir vor, du hast eine Meinung oder ein Gefühl geäußert, das nicht mit dem übereinstimmt, was der Narzisst für absolut richtig hält. Jetzt kommt der Satz, niemand sonst denkt so wie du, ins Spiel. Übersetzt heißt es so viel wie, wow, du bist wirklich einzigartig und ich meine das nicht als Kompliment. Tatsächlich bist du so schräg drauf, dass ich mich frage, wie du überhaupt in der Lage bist, dich in der Welt zurechtzufinden, geschweige denn, dich selber ernst zu nehmen. Was dieser Satz bezweckt, ist ein brillanter Schachzug, um Zweifel in dir zu sehen, dich dazu zu bringen, an deiner eigenen Wahrnehmung und an deinen Gefühlen zu zweifeln. Der Narzisst möchte dir einreden, dass mit dir etwas nicht stimmt. Er vermittelt dir, dass deine Gedanken und Gefühle einfach nicht in das Bild passen, das die Welt seiner Meinung nach haben sollte. Und wäre es nicht so traurig, wäre es fast schon lächerlich, wie sie versuchen, dich glauben zu machen, dass deine Erfahrungen und Perspektiven so absurd sind, dass sie im Grunde genommen nur von dir selbst geteilt werden.
Wenn du zum Beispiel mit einem Narzissten über Dinge sprichst, wie du bestimmte Sachen siehst und er mit niemand sonst denkt, so wie du antwortet, dann ist es seine Art zu sagen, dass du entweder völlig verrückt oder einfach nur abnormal bist. Es ist fast so, als ob er dir ein exklusives Ticket in die verrückte Zone verkauft, nur um sicherzustellen, dass du dich dort allein und isoliert fühlst. Dieser Satz, niemand denkt so wie du, dient nicht nur dazu, deine Gefühle und Gedanken abzuwerten, sondern auch dazu, eine Trennung zwischen dir und anderen Menschen zu schaffen. Der Narzisst will dir einreden, dass du der einzige Mensch auf diesem Planeten bist, der so denkt oder fühlt. Und damit will er sicherstellen, dass du in deinem eigenen kleinen Gefängnis der Selbstzweifel und Unsicherheit gefangen bleibst. Und getoppt wird dieser Satz dann noch mit der Äußerung, keiner hält es mit dir aus. Ich bin der Einzige, der noch zu dir hält. Und wenn du anfängst, diesen Mist zu glauben, dann hat der Narzisst sein Ziel erreicht. Klassiker Nummer 3. Das war doch nur ein Witz. Der ultimative Ausweg für Narzissten, wenn sie es geschafft haben, deine Geduld und deine Gefühle gründlich auf die Probe zu stellen und dann noch eine Prise Schadenfreude obendrauf packen. Wenn dieser Satz fällt, ist es fast wie ein Freifahrtschein, um jegliche Verantwortung für verletzende oder unangebrachte Bemerkung abzulehnen. Stell dir dazu vor, du hast gerade einen Narzissten darauf hingewiesen, dass sein Kommentar ziemlich unangebracht und verletzend war. Die Antwort, das war doch nur ein Witz. Naja, es ist fast so, als ob der Narzisst dir nicht nur sagt, dass deine Gefühle völlig übertrieben sind, sondern auch, dass du offenbar überhaupt gar keinen Sinn für Humor hast. Er vermittelt dir, dass du ganz schön daneben liegst, wenn du seinen Sinn für Humor nicht verstehst. Dieser Satz ist die bevorzugte Methode des Narzissten, um sich elegant aus der Verantwortung zu stehlen, während er gleichzeitig deine Empfindungen herabsetzt. So wird dir suggeriert, dass du einfach nicht in der Lage bist, einen guten Witz zu verstehen und dass du die Person bist, die immer wieder übertreibt. Es ist eine perfide Technik, die dich ermahnen soll, dich nicht so wichtig zu nehmen, während er sein Spiel treibt mit seinem seltsamen Humor. Wenn also ein Narzisst sagt, das war doch nur ein Witz, meint er in Wirklichkeit, ich habe dich gerade auf eine Weise gedemütigt oder verletzt, die mir echte Befriedigung verschafft hat. Und wenn du dich jetzt darüber aufregst, werde ich dir einfach sagen, dass du keinen Sinn für Humor hast. Ich werde dir sagen, du bist diejenige, die ein Problem mit meiner glorreichen Fähigkeit hat, auf eine witzige Art und Weise zu kommunizieren. In Wahrheit ist, das war doch nur ein Witz, nichts anderes als eine ausgeklügelte Taktik, um verletzende Kommentare zu verharmlosen und jede Verantwortung für deren Wirkung abzulehnen. Es ist eine brillante Methode, um sicherzustellen, dass du dich weiterhin über seine großartigen Scherze ärgerst, während er selbst völlig ungerührt von den Konsequenzen seines Verhaltens bleibt. Und so stehst du wieder einmal von einem Witz getroffen da, der natürlich kein Witz war, sondern ein Blitz. Klassiker Nummer 4. Du bist zu empfindlich. Der ultimative Narzisstensatz, um deine emotionalen Reaktionen als ungerechtfertigt und übertrieben abzutun. Wenn dir dieser Satz entgegenschlägt, ist es wie eine wunderbare Einladung, deine eigenen Gefühle als lächerlich und unangebracht zu betrachten, während der Narzisst seine eigentlich in Wirklichkeit unangemessenen Kommentare oder Handlungen als völlig harmlos darstellt. Stell dir dazu vor, du hast gerade auf eine beleidigende Bemerkung reagiert und statt einer Entschuldigung bekommst du zu hören, du bist zu empfindlich. Dieser Satz ist eine Ohrfeige für die Seele. Es wird dir damit gesagt, dass du nicht nur die Welt überdramatisierst, sondern auch, dass dein Sinn für Emotionalität so weit von der Norm entfernt ist, dass du fast schon in einem anderen Universum lebst. Dieser Satz dient nicht nur dazu, dich abzuwerten, sondern auch, um dich glauben zu machen, dass du der einzige Mensch auf diesem Planeten bist, der so empfindlich ist wie du. Der Narzisst möchte, dass du denkst, dass du wieder einmal übertreibst. Er möchte, dass du dich in Zweifel ziehst, statt ihn, denjenigen, der dir gerade wieder einmal eingeschenkt hat.
Wenn der Narzisst also zu dir sagt, du bist zu empfindlich, meint er in Wirklichkeit, ich habe gerade etwas gesagt oder getan, das dich verletzt hat. Aber anstatt mich jetzt mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, werde ich dir einfach den schwarzen Peter zuschieben. Er wird sagen, das ist nicht mein Problem, dass du so dünnhäutig bist. Schließlich habe ich ja nur meine wunderbare, ganz unersetzliche Meinung geäußert. In Wahrheit ist, du bist zu empfindlich, nichts anderes als eine raffinierte Methode, um dich zu isolieren und zu entmündigen. Es ist ein Versuch, deine berechtigte Reaktion als Problem zu präsentieren, während die eigentlichen Verursacher, nämlich die rücksichtslosen Kommentare oder Handlungen des Narzissten, völlig ungeschoren davonkommen. Und so stehst du da, als lächerlich dargestellt, während der Narzisst mit seiner unerschütterlichen Überzeugung weitermacht, dass seine Worte und Taten keinerlei Auswirkung auf dich haben sollten. Kommen wir nun zum Evergreen, zum Klassiker schlechthin. Ich will doch nur dein Bestes. Wenn ein Narzisst dir versichert, dass er nur dein Bestes will, versuche bitte nicht vor Lachen vom Stuhl zu kippen. Denn was sie dir wirklich sagen wollen ist, ich werde jetzt deine Welt so gründlich durchmischen, dass du dich fragen wirst, was richtig oder falsch ist. Aber keine Sorge, das ist alles nur zu deinem Vorteil. Es ist fast schon bewundernswert, wie geschickt sie es schaffen, ihre eigenen egoistischen Motive als Akt der selbstlosen Fürsorge zu präsentieren. Stell dir vor, du hast einen Narzissten in deinem Leben, der ständig deine Entscheidungen in Frage stellt und dir vorschreibt, wie du dein Leben führen sollst. Und jedes Mal, wenn du nun Widerstand leistest, bekommst du den Satz um die Ohren gehauen, es ist doch nur zu deinem Besten. Was er tatsächlich will, ist sein Bestes. Der Narzisst ist so geschickt darin, diese Maske der Besorgnis zu tragen, dass du irgendwann beginnst, an dir selbst zu zweifeln. Er stellt sicher, dass du glaubst, ohne seine überaus wohlmeinenden Ratschläge nicht zurechtzukommen. Schließlich weiß er ja immer am besten, was für dich gut ist. In Wirklichkeit ist es ihm schlussendlich aber egal, wie du dich fühlst, solange er nur seinen Willen durchsetzen kann. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.